Was geht ab, Elite Zeus hier? Willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Hero. Es geht weiter, Leute. Kein Problem. Ich habe meinen Spielstand nicht gefunden. Ich musste nochmal alles spielen bis hierher, um jetzt weiterzumachen. Das heißt, das Level könnte ein bisschen anders sein von den Minions. Ansonsten habe ich alles gleich gemacht. Also die Attacken sind alle gleich. Skillung ist komplett gleich. Aber EP war so ein Ding. Ich habe manche Kämpfe nicht, also besser geschafft als vorher, weil ich jetzt geübter war. Ich habe gerade von ihm noch auf Versehen die zwei Sachen hier gekauft. Also, aber sonst habe ich nichts gemacht. Also ich habe vergessen, dass wir, ich glaube, wir waren noch gar nicht beim Einkaufen, gell? Egal, wir rüsten die Sachen aus. Ich habe nämlich zwei Sachen gekauft. Wir geben sie am besten eins ihm. Details. Games. Und hier nehme ich einmal hier Healing plus 7. Ich denke, dann heilt er sich hier und da mal. Oder irgendwie so. Das werden wir sehen im Kampf dann, wie das Healing funktioniert. Und ihm, mit dem wir noch gar nicht gekämpft haben bisher, geben wir jetzt auch einen. Da kannst du sogar zwei tragen. Nämlich Energie plus 8. Dann können wir mehr Attacken mit dem einsetzen. Ja. Also Energie ist, finde ich, meistens ein bisschen uninteressant, aber ja, es ist besser als nichts. Dieses Ding können wir wahrscheinlich immer noch nicht annehmen, ne? Nein, können wir nicht. Wir brauchen immer zwei Siegel und er ist, glaube ich, immer noch unzufrieden mit uns, oder? Ui, holt extra Minions. Achso, okay. Er ist die Bank sozusagen, wir können den zurückholen. Leute, ich finde den nämlich mittlerweile gar nicht mehr scheiße. Ich finde den sogar recht gut, muss ich sagen, weil der kann so einen Massenschaden machen. Habe ich bloß nie ausgetestet bei dem Let's Play bisher. Aber ich würde gerne trotzdem einen neuen mal ausprobieren, um zu wissen, wie der so ist. Was ist das hier? Swap. Egal. Ja. Wir machen jetzt einfach weiter. Genau. Juhu! Die nächste Welt. Wir nehmen sie und legen los. Juhu! An der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön. Ich finde es voll toll, dass der Gaming-Kanal bisher so super gut ankommt. Ich glaube, damit habe ich. Ich habe mit vielen gerechnet, aber das nicht. Ich glaube, die eine Folge Milk for Quest hat mittlerweile schon über 7000 Aufrufe. Das finde ich echt voll cool. Also. Wow! Was ist das denn? Okay, wir haben neue Regeln hier. Battle-Tipp! Extra Move, Stones, Faster Turns, Buffs. Die können mich buffen. Muss ich irgendwas dazu machen? Keine Ahnung, was die tun. Das werden wir gleich sehen. Kann ich es anwählen? Nein. Okay, wir haben unseren Superstachel. Den setzen wir an auf. Sieht alles nach Feuer aus, gell? Auf den hier erst einmal. Das ist ja schon mal auf alle Fälle tot. Dann probieren wir mal Strom. Das ist der starke Sparkle, gell? Genau. Machen wir mal den hier. Dann hauen wir eine Pflanzenattacke hinterher. Genau, Pflanze. Das Ding war unfair gerade. Alter Macht. Dieser Flächenschaden ist auch übel. Gut, haben wir zum einen erstmal unsere Pflanzenattacke. Aber Pflanzen gegen Feuer ist echt scheiße. Vielleicht wechseln wir den wirklich wieder ein. Was haben wir hier? Pflanze. Was ist das hier? Time Healing 75. Können wir das mal ausprobieren? Können wir da irgendjemanden heilen? Geht es? Ja, es geht. Dann heilen wir ihn einfach. Ja, das hat nichts gebracht. Er ist gleich tot. Okay, Wasserschaden. Sehr gut. Weg damit. Oh Gott. Ganz schön stark. Stachel auf ihn. Gott, das Ding da oben ist echt unfair. Leck mich am Arsch. Und tackle ihn zu Tode, damit er nicht mehr angreifen kann. Aua. Okay. Regenerierung auf uns selbst vielleicht sogar. Aber der hält das, der kann es dann schützen. Das ist ganz schön cool. Machen wir mal eine normale Tackle-Attacke. Okay. Hier Tackle. Giftschachtel war cool gewesen, glaube ich. Aua. Okay. Attacke hier drauf. Wow, Alter, den Kampf haben wir jetzt aber sauknapp gewonnen. Ist ein Tod. Aber die da, er doch auch? Das ist super, super interessant. Nein, verloren. Aber hey, es war doch ein Doppel-K.O. Egal, ich gehe kurz mal zurück zur Lobby. Weil irgendwie hätte ich gerne Maulwurf zurück. Der war ganz cool, die Pflanze können wir hier nicht gebrauchen. Vielleicht wenn wir eine Wasserwelt betreten oder so. Kann ich jetzt einfach sagen, er mit ihm? Genau.
Okay. Echt komisch gemacht mit dem Klicken, aber... Ich hab's verstanden. Okay, los. Und wir probieren es nochmal. Okay. Ja. Das Schöne ist eben, wenn man verliert, man kann trotzdem... man levelt trotzdem. Es sind eigentlich irgendwo hier Schatztruhen versteckt und müssen nur nach Geld Ausschau halten. Weil ich hab irgendwo eine Truhe übersehen und ihr reißt mir voll den Arsch auf. In den Kommentaren. Aber wie kann ich das Ding hier einsetzen? Kann irgendwas... Das hab ich nicht ganz verstanden. Oder ist es einfach durchgehend da? Also gut. Erstmal muss man einen töten. Ich würde sagen, wir töten sogar ihn diesmal. Sehr schön. Dann sparkeln wir jemanden. Machen wir mal auf den Vierer. Und töten ihn jetzt mit dem. Sehr schön. Aua. Hä? Wieso haben wir den Pinguin nicht mehr? Ich muss mal hinschauen. Ich habe den Pinguin rausgewechselt. Warum das denn? Nee, ja, Mann. Ich will nochmal raus hier. Ich brauche den Pinguin natürlich. Weil gerade den hätte ich nicht verlieren dürfen. Genau, die Attacke hier tut allen weh. Das ist ziemlich cool. Wow. Okay, so viel dazu. Voll auf ihn. Vielleicht ist er gleich sogar tot dadurch. Ah, leider nicht. Der ist schon zu schwach geworden. Hm. Was ist hier los? Jetzt ist er wenigstens schon mal tot. Super aktiv. Alter, die... Wie oft er angreifen darf, ist aber auch mega unfair an der Stelle mal gesagt, ne? Oh, das schon überlebt. Das wäre jetzt geil gewesen. Okay, 1 gegen 1, aber der darf doppelt angreifen mit seinem blöden Tower. Und vor allem Schaden habe ich jetzt auch noch drauf. Wird immer lustiger hier. Ist das 1 hier eigentlich? Jetzt heilt er sich sogar nochmal. Leute. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich vorhin verloren habe. Die Attacke, die zieht ja Energie ab. So, ja, bring mich halt um. Da, ich roll dich mal an. Yay. Wir leveln auf. Ist das Burn? Ne, wir machen Speed erstmal hoch, finde ich. Ist viel wichtiger. Die Schlange. Das ist auch ziemlich cool. Was ist das hier? Reflektor wirft dann Schaden zurück. Das wäre nämlich auch cool. Die Pflanze muss aber echt weg. Die ist echt nervig. Leute, es tut mir vollkommen leid, dass ich schon so loslege. Was? Ja, ja, Battle-Tipp brauchen wir nicht. Yes. Ich will doch nur diesen Pflanzenvieh weghaben. Aber klar, ich hab voll den Scheiß angewählt. Ich hätte so machen müssen. So und dann Swap. Zack. Jetzt passt. Pflanzenvieh muss weg, das nervt. Okay, los geht's. Juhu! Und wir probieren es nochmal. Dritte Runde. Die. So. Los geht's. Jetzt machen wir ihn aber platt. Aber sowas von. Denn als erstes tun wir den Vierer Todesstacheln. Hui! Weg damit. Dann burnen wir einen ordentlich mit Elektro um die Ohren. Und einen Vierer, bevor der angreift. Und nun tackeln wir ihn zu Tode. Yes. 3 gegen 5. Das ist nicht effektiv, oder? Nee, ich bin der Wasser. Wow. Wow, Alter. Wow. Aber mein Wasservieh brauche ich doch. Okay, Stein auf alle. Sehr schön. Und jetzt stacheln wir... Nee, wir stacheln nicht. Wir behalten uns Angriffskraft und machen lieber den Vierer tot. Geht er tot? Ah, das Arsch lecken nicht. Dann normaler Strom. Boah, das stirbt nicht. Du nährst, Alter, du nährst. Giftschaden auf den hier. Sehr schön. Ich werde ihn schimpfen alleine. Um den muss ich mich gar nicht mehr kümmern. Attacke geht nach oben. Warum das denn? Okay, Stein kann ich nicht mehr machen, aber dann machen wir einen Superstein oben drauf. Und der ist tot, genau, so wie wir es haben wollten. So, jetzt eine Speerspitze nochmal. Yes! 3-Sterne-Sieg. Scheiße, das Wasservieh weg war, weil der Wasser ist natürlich super effektiv hier in dem Fall. Ist hier irgendwo eine Kiste versteckt? Nein, gell? Nichts, eine übersehe? Nein, da ist keine.
Weiter geht's. Juhu. Okay. Wir laufen nach rechts zuerst. Oh, doch, wir laufen doch erst nach links zuerst. Ich habe mich umentschieden. Ah ja, wie ein Portal. Wo sind wir denn jetzt? Ist hier irgendeine Kiste versteckt? Müssen wir gut alles durchsuchen. Ich sehe aber nichts. Ne, hier ist keine Kiste. So. Wir haben einen. Was ist das denn für ein cooles Vieh? Wir gehen auf ihn gleich los. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Feuer auf Insekt. War nicht so stark. Aua! Gift-Tacke auf Insekt. Nein, ich brauche mal was. Die wissen das irgendwie, dass der Wasservieh super, super stark ist. Okay, Rockangriff auf alle. Und der ist tot. Der ist super geschwächt schon mal. Das ist sehr schön. Dann bellen wir den zu Tode hier mal. Nice. Und machen Elektroangriff auf den hinteren. Nice. Oh, der Giegel weg. Wir vergiften den. Boah, das merkt man uns. Das ist ganz schön stark. Der Stachel auf den, das merken wir uns gleich mal für den nächsten Kampf. Wir kriegen jetzt hier keine 3 Sterne, oder? Ja, nur 2. Das heißt, wir wiederholen den Kampf gleich mal. Wir erhöhen die Geschwindigkeit von dem, oder? Ach nee, machen den Sparkle stärker. Falls doch mal wieder Wasserviecher kommen, man weiß es ja nicht. Hier. Hier erhöhen wir. Was ist das hier? Angriffskraft erhöhen. Klingt gut. Hier ist, kann man nicht. Also man kann sich nur für eins entscheiden, was man machen will. Mhm. So. Was haben wir hier? Oh, dieses Schild ist auch krass. 1 von 1 haben wir schon. Wir können es hier nicht aufbessern, müssen jetzt auf Speed gehen. Dann erhöhen wir. Der muss eh schneller werden, der darf viel zu selten angreifen. Wir machen gleich nochmal. Diesmal wissen wir es nicht besser. Also mit dem hier einen zu töten macht schon Sinn. Weil der muss weg. Ich habe das Gefühl, dass der nämlich gut ist. So, Sparkangriff war ja auch ziemlich clever. Aber wir machen es diesmal auf so ein Cat. Nice! Viel besser. Genau, jetzt hier Stachelangriff. Haben wir uns ja gemerkt, dass es stark ist. Das ist, was alles passiert ist. Das verpasst ja gar nicht. Warum tut Feuer eigentlich so weh? Jetzt haben wir wenigstens eine Wasserattacke machen können mal. Rockangriff. Schade. Egal. Todesstachel. Nice. Und? Sehr schön. Juhu. Wann entwickelt der sich mal eigentlich? Weil das ist ja immer die erste Form. Die hatten wir schon damals so. Und können die sich nochmal entwickeln oder bleiben die so? So. Weiter geht's. Aber 2 Schlüssel haben wir noch. Einen brauchen wir noch für die Tür oben hier vermutlich. Weil langsam kennt man die Welten so ein bisschen auswendig. Oh, schon wieder. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Müssen wir jetzt gegen Geister kämpfen? Aber ich laufe kurz da lang. Und wetten, hier ist die Karte. Ja. Oh, cool. Auch die Musik. Richtig nice. Oh, oh. Ja, ich merke schon, ich glaube, da kommen noch richtig hier voller Halloween-Typ. Nice, geht's los. Oh, so Pumpkin. Wow, wow, wie cool. Ja gut, das ist ein Fliegen, soll ich sagen, erst einmal. Dann probieren wir mal Elektroschaden aus. Das fliegt ja. Nice. Wir machen den Giftstachel auf den 4er. Das dürfen die angreifen. Was ist das? 85 Damage? 60 Damage? Alter. Was geht denn hier nicht ab? Da passt ja gar nichts mehr. Okay, mach mal Ultrawasserschaden. Sehr effektiv sogar. Steinschaden? Ich würde sagen, tut gar nicht weh. Okay, der ist tot, ja. Das war wirklich ein. Ja. Geistesding. Würde ich sagen, mit Stachel oben drauf müsste der sogar sterben, eventuell. Ja. Und mit Strom war ja effektiv, gell? Glaube ich. Ja, 3 Sterne war ein echt ordentlicher Sieg. Wir leveln noch ganz langsam, weil wir schon so hochgelevelt sind. 21, entwickelst du dich eigentlich mal? Mach ihn, ne. Dankeschön. Und wir hauen wieder ab. Ach, viel zu gruselig. Ach, viel angenehmer, gleich wieder hier zu sein. Finde ich viel schöner. Ich hoffe nicht, dass das so eine Welt kommt, nur aus Geisterding. Weil dann haben wir es echt unangenehm. Eine Zeit lang.
Ich sehe hier nichts, daran kann ich laufen. Dann würde ich sagen, machen wir den Superkampf jetzt. Okay. Wen stechen wir tot? Das sieht gruselig aus. Der hat den Schaden auf den übergeleitet. Das ist ja mal ein Feigling. Nochmal. Nicht effektiv, das ist schade. Energie geht runter. Mal Giftstachel. Ah, und mit... Nein, Mann! Aber der ist gleich tot, denn um den müssen wir uns gar nicht mehr kümmern. Hallo, darf ich auch mal wieder? Jetzt, Steinschaden. Ich glaube, es gibt halt auf die drei, das verteilt den Steinschaden. Wir machen mal den Spitz auf den hier. Ah, nice, das hat gerade sogar funktioniert. Jetzt noch Elektroschaden hier drauf. Oh, das war richtig schwach. Wow, nein. Oh Gott, nein. Ah, jetzt haben wir wieder... Der hat den eingenommen? Alles klar, alles klar. Machen wir mal Steinschaden. Tut es weh? Nice, super aktiv sogar. Der ist ganz gut, gell? Wir haben den voll unterschätzt, finde ich. Also wir, ich habe ihn unterschätzt. Ich will mich gar nichts in den Mund legen. Vielleicht wusstet ihr von Anfang an, dass der saugut ist. Okay, wir kämpfen gleich nochmal. Juhu! Aber wir haben das Armor-Teil bekommen, sehr schön. Okay, zack. Probieren es nochmal. Der leitet um den Schaden. Tun das alle? Wir gehen mal auf ihn. Ja, auf alle. Das tut es immer umleiten. Das kann man gar nicht verhindern. Elektro. Auf das kleine Cat. Sehr schön. Dann Gift auf mittleren. Mann. Immer auf den kleinen hier. Zack. Das ist sogar super effektiv auf Feuer, scheinbar. Wir giftstacheln den hier tot. Ach, schade, nicht ganz. Ja gut, dann muss ich ihn tot krallen jetzt, sonst ist der nervig. Wir tackeln den. Reicht das? Das reicht. Sehr schön. Dann probieren wir mal einen Stein-Attacke wieder. Genau, super effektiv. Jetzt haben wir aber 3 Sterne. Sehr schön. Neue Fähigkeit. Wir dürfen... machen Sparkle stärker. Entwickel dich, komm. Level 22 schon. Warum entwickelst du dich nicht? Auch Level 22. Level 23 sogar. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Gehen wir durch. Und schon kriegen wir wieder ein neues Vieh. Wir nehmen mal unten gleich hier. Okay. Nee. Wir behalten mal unsere Septen. Weil was wir brauchen, ist eigentlich noch mehr an Wasserkreaturen sogar. Wir behalten uns die Feuerviecher, falls wir mal in irgendeine Pflanzenwelt oder so kommen. Hä? Bonusflor. Wir haben jetzt einen Bonusflor freigeschalten. Ich würde sagen, den probieren wir gleich mal. Jetzt könnte man das Feuervieh eventuell brauchen. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Okay. Okay. Aber schön, wieder in der Welt zu sein. Okay. Wir pieksen den hier mal. Die Schlange ist wie die ganzen alten Viecher wieder. Feuerschaden auf... Nee, der war Boden. Pflanze vielleicht. Käfer. Käferspflanze, glaube ich. Nee, ist auch nicht. Okay, schön wär's gewesen. Aber du bist Boden. Nein, ist er nicht! Der ist nur am Boden. Kriegen der Attacke plus. Wow. Okay, Wasser auf Boden. Was ist der dann, wenn er das alles nicht ist? Egal, ob er ist tot. Finde ich schade, man müsste es irgendwie sich angucken können, was die Gegner für Typen sind. Stattdessen muss man das irgendwie fast auswendig lernen. Das ist ein bisschen schade gemacht, finde ich. Hier. Au! Au! Okay, Wasser oben drauf. Und krallen den zu Tode. Wir vergiften den noch. Sehr schön. Aber nur 2 Sterne wieder. Schade. Müssen wir nochmal machen. Das
können wir besser. Muss ja oft jetzt auch lernen, wie die so drauf sind. Ah, stopp. Wir können was aufbessern. Machen wir nochmal die Attacke höher. Genau. Wir speichern auch mal ab hier. Sicherheitshalber. Ich hoffe, diesmal speichert sie es auch. Nicht, dass ich dann wieder nochmal alles noch machen muss. Also einen Großteil nochmal machen muss. Das ist. Hey, das ist ein bisschen geschwächt. Wir gehen auf den hier los. Sehr schön. Dann haben wir Feuerschaden auf Pflanze. Sehr schön. Giftattacke auf Käfer. Sehr schön. Nicht effektiv, das war gut. Aua. Wasser auf. Ah, was? Der war nicht Wasser. Dann machen wir ihn. Okay. Oh, das ist eine krasse Attacke. Standattacke! Der ist auch tot, sehr schön. Stachel auf ihn drauf. Sehr schön. Das ist noch eher der letzte Gegner. Wir probieren ihn mal zu elektrisieren. Nicht effektiv, aber töten ihn auf einen Schlag. Ja, so viel dazu. Aber das war wenigstens ein ordentlicher Sieg jetzt. So müssen wir es haben. Okay. Dann lass. Achso, ne, wir müssen nach unten weiter. Juhu. Okay. Geh nach rechts. Wir werden geheilt. Wir gehen nach. Achso. Wir werden nochmal geheilt. Wir gehen. Wow, was ist mit dem Flor los? Der ist ja gigantisch. Okay, das können wir uns ja nie merken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen jetzt mal hier rein. Hallo. Was ist das? Der Flor ist ja gigantisch. Warum sind da so viele Typen? Wow. Das sieht interessant aus. Was sind das für Gegner? Die habe ich noch nie gesehen, alle miteinander. Wir gehen auf den Einser. Wo ist er? Nee, auf den Dreier los. Gut, die kennen wir. Den drin kennen wir schon. Du bist sicher Pflanze. Genau. Wer hält den aber wieder auf? Was soll denn der Scheiß? Stachelattacke? Critical. Wow. Nicht effektiv. Nein. Ich mag mein Wasservieh eigentlich voll gerne, aber die gehen immer auf den los. Das ist richtig gemein. Ah, sehr schön. Stachel auf ihn. Sehr schön. Feuer. Auch gut. Und vergiften die mir nochmal. Autsch. Okay, Steinschaden. Okay, super, reicht aus. Mal eine normale Attacke. Ja, ich bin jetzt geschwächt, tut die nicht mehr weh. Strom. Sehr schön. Drei Sterne haben wir. Okay, wir könnten jetzt den. Machen wir Burn-Schaden. Oh, ist das jetzt? Können wir nicht machen, gell? Wir können ein bisschen Tackle, wenn dann erhöhen. Wir machen ja Flammenschaden noch drauf. Dann hat demnächst auch Feuerattacke mal. Ist hier gegen eine Pflanzenwelt auch ganz praktisch, finde ich. Okay, alle leveln schon brav weiter. Okay, wir kriegen Geld und weitere Schlüssel. Okay, wir gehen nochmal zurück. Weil wo sind wir hergekommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber die hatten wir noch nicht. Hier. Oh, dann geht's auch nochmal weiter. Ah, ist eine Karte, das wäre super. Eventuell könnte ich der Kartentyp sein. Das wäre natürlich echt nice, weil das Labyrinth ist ja echt gigantisch hier. Ja, da ist er. Okay. Nein, nein, es sieht so kompliziert aus. Wir sehen auf der Karte, das passt schon. Genau, im unteren Raum waren wir. Ach, das passt schon. Das ist alles ganz easy. Wir haben alle Räume schon gefunden. So. Neu, Burn. Damage 20. Also, falls wir mal Feuer machen wollen, können wir es hier auch. Wir machen auf ihn. Dass der weg ist. Gewreckt. Dann brauchen wir. Das sind alles Wasserviecher, also Strom kann die tot machen. Also machen wir hier. Sehr schön. Gibt Pflanze auf Wasser nicht auch? Ich glaube schon, gell? Ja. Alter, wie nice. Das ist richtig gut gerade. Hä, hat die sich gerade selbst umgebracht? Nein, der hat sie verhärtet. Effektiv ist natürlich schade. Steinattacke. Okay, bringt nicht viel.
Okay, Sparkle voll auf ihn. Oh! Und es ist eine Pflanzenattacke drauf, dann ist der definitiv tot. Der heilt sich eiskalt. Ach, der ist selber Wasser. Probieren wir mal ganz mal die Erdenattacke. Tut aber nicht weh wahrscheinlich, gell? Ja, nee. Der Tackle besser gewesen. Und machen wir eine Spitze nochmal drauf. Und Strom. Juhu! Einwandfrei, Leute, Jungs. Einwandfrei. Neues Level? Wir machen Speedy noch höher vielleicht. Oder sollen wir den Stachel... Ja, erhöhen wir den Stachel mal, dass der noch ein bisschen mehr Power hat. Der ist nämlich ganz schön schwach eigentlich. Yeah, Level 23! Das muss sich entwickeln. Was ist das denn? Dass der normale dass er auch diesen Angriff kann, das wäre natürlich auch cool. Oder wir machen eine Attacke höher noch von ihm. Wasserslam? Hm. Vielleicht erhöhen wir lieber die Geschwindigkeit nochmal. Da kommt eine Ese viel zu selten dran, finde ich. Mhm. So. Genau, wir kamen nicht von hierher. Und dann geht's unten scheinbar nach nirgendwo hin. Doch, geht's aber auch wohin. Und ja, auch hier links geht's wohin, oder wie? Geht's auch wohin. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstes mal das hier nach unten an, oder? Okay, Gold. Achso, mehr ist es nicht. Nur Gold. Und hier drüben ist auch nichts. Da hätten sie was reintun können, das hat kein Mensch gesehen. Und auch hier hätten sie was reinlegen können, würde auch kein Mensch sehen. Okay, dann ist hier aber nichts scheinbar. Okay, dann war ich ja voll überfordert vorhin. So, scheiße, ist hier viel los, dabei ist ja gar nichts. Gut abgefrühstückt, juhu! Okay. Ja. So. Und nach oben. Und rein mit uns. Okay. Dann machen wir hier den Endkampf noch. Den machen wir noch, ja. So. Ja, One Killer. Wie macht man denn? Auf den T-Rex vielleicht. Nice. Was war das denn jetzt? Was ist das? 50% Healing drauf. Oh Gott, hoffentlich wird uns das nicht noch... Der ist nicht Wasser. Er macht was Attacken. Oh, das, unser Sparkle-Sepp ist weg. Ist auch ganz schön gefährlich jetzt. Ja, der muss Wasser sein. Stein drauf? Bei dem ist auch gar nichts effektiv, kann es sein. Oh, die heilen sich dauernd voll. Das wird gefährlich. Wir pieken den mal tot. Das schaffen wir es nicht ganz zu töten, gell? Nicht mal ansatzweise. Vergiften den? Oh, die machen uns ganz schön platt. Leck mich im Arsch. Wasser auf ihn? Auch nicht effektiv. Wir müssten fast den Wassersäppen raussortieren. Der bringt uns hier nichts. Oh nein. Eieiei. Pflanze hier drauf. Okay, wir müssen uns besiegen lassen. Unsere guten Spieler sind weg. Wir brauchen den Donnerseppen eigentlich. Ich sagen muss, wir schlagen uns eigentlich recht gut dafür, dass wir eigentlich noch einen Spieler haben. Wow. Okay. Wir krallen dich. Da. Nein. Wow, schön. Aber wir leveln wenigstens auf. Das ist immer ganz angenehm, dass das trotzdem was bringt. Aber kein einziges Level up. Wir sind genauso stark wie... Ah doch, er ist ein Level up gegangen. Und kriegt eine neue Attacke geschenkt scheinbar. Gut, den haben wir schon voll gekriegt. Speed noch ab. Ja, das war leider nicht so schön. Juhu. Okay. Ja, würde ich sagen, probieren wir es in der nächsten Folge nochmal. Und, dann schauen wir mal, ob wir ihn dann besiegen können. Der ist echt stark. Vielleicht wechsle ich auch meinen Spieler um mit einem Dosson-Feuervieh. Vielleicht bringt es ja was. Na gut, dann bis zur nächsten Folge und dann bis dann.